Huhu, Heiki wieder zurück und wieder einmal mit einer Dokumentation von Bösi Menschi, die Libi gerne nicht Vicky Fraui auf Hauptbahnhof, sondern Vicky Hundi von Fraui und keine Nafri. Lalala, gucke jetzt zusammen. Es gibt, soweit ich das mitbekommen habe, inzwischen sogar Kondome für Hunde. Kondome für Hunde. Jetzt weiß ich, warum es das Wort Hundesohn gibt. Deshalb, es gibt wirklich Frauen, die lassen sich von Hunde schwängern. Deshalb hatte ich damals Mitschüler, die so richtige Hundehaare hatten in ihrem ganzen Gesicht und ich mir immer dachte, ey, du Hundesohn. Übrigens, ich gucke gerade eine Doku über Menschen, die gerne Tiere ficken. Das ist doch richtig krank. Es gibt in Dänemark einen Tierpuff. Du gehst dann so in den Puff rein und da sind so Fenster und dann siehst du da einmal ein Esel, Zimmer 26, ein Hund. Zimmer 27 und die gucken dich dann an und versuchen dich geil zu machen. Und ihr müsst euch vorstellen, da stehen so Leute und überlegen sich. Dann, aber ich frage mich, wie das dann ist. Gehen die zu den Tieren dann hoch und fragen den, wie viel und versuchen mit einem Esel runterzuhandeln und der macht dann ja und verschlingt dann deinen Schwanz. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Hey. Auch der Typ hier gerade, um den es gerade geht, der interviewt wird, der sieht einfach aus wie ein Rapper. Ich habe echt Angst, dass es sich ein Rapper hinter einem Zophilist oder wie man die Scheiße ausspricht verbirgt. In dieser Reportage geht es um Menschen, die sich auch als Tierfreunde bezeichnen. Sie definieren Tierliebe aber ein wenig anders, als ich das tue. Die definieren das nicht anders, die gehen einfach viel besser mit ihren Tieren um. Die schenken ihnen wahre Liebe, die Liebe, die eigentlich Menschen kriegen sollten. Aber da sich Menschen heutzutage diese Liebe nicht mehr verdient haben, dann, ihr seht ja selber, Leute, deren Hund ist genau wichtiger als deren eigenen Kinder. Es geht um Sex mit Tieren, um sehr intime Beziehungen. Zophilie ist eine Störung der Sexualpräferenz. So die Katze, der tut seinen Schwanz in Thunfisch rein, damit die Katze seinen Schwanz sauber leckt. Richtig ekelhaft. Die Befürworter, also die Zophilen, sind der Meinung, dass es eine sexuelle Orientierung sein sollte, wie zum Beispiel... Während ich das Video gucke, wird mir das Video von Marcel Scorpion vorgeschlagen, das erste Mal Story. Ich glaube, der redet von seinem ersten Mal mit einem Tier. Den würde auch nichts anderes als ein Tier ficken. Guck mal, wie der aussieht. Bist du denn verliebt in deine Hündin? Ja. Auch noch eine Hündin, so nach dem Motto, ja, ich bin kein schwuler Zophiler. So ein Hetero. Du merkst schon, die Meshekiel, die kommen, ne? Ja. Freust du dich? Habt ihr gehört? Er möchte anonym bleiben. Der wollte damit den Rapper anonym dissen, weil warum sagt er, er will anonym bleiben? 2009 der Zusammenschluss zu vieler Tierfreunde an den Start ging, war Sex mit Tieren in Deutschland nicht strafbar. Was für ein Verein für Tierficker, ey, was ist manchmal möglich hier in Deutschland? Bringt uns die Tiere zu uns, wir ficken die, ist gar kein Problem, wir kümmern uns um die. Noch mehr Hundesöhne, es wird's nicht schon davon genug geben bei uns hier in Deutschland, Alter. Machst echt gerade Video, wie man sagt? Nee, du erinnerst dich einfach irgendwie so an den. Ich weiß nicht warum, vielleicht muss ich auch mal an den denken gerade. Du machst extra diese Abtörner, damit ich nicht weitermache. Doch dazu später mehr. Die Hündin von Alfred ist 5 Jahre alt. Die Kamera zoomt ja auch gerade auf das Arschloch der Hündin von dem Zophilen. Aber das Arschloch ist auch noch weit auf. Also ich glaube, der hatte noch im Auto Sex mit seiner Hündin. Das Beste ist, wenn seine Hündin im Wald läuft, dann sagt der Schatz, lauf aber bitte nicht zu weit. Ein Tier lügt nicht. Zeigt einem immer eigentlich ziemlich genau, was es möchte. Ey, der Typ ist psychisch krank, als ob ein Tier Sex mit einem Menschen will. Irgendwie auch schon so sein Blick durch die Maske. So ein richtiger Psychopath, Alter. So ein richtiger Benjamin oder so. Was gibt denn dir die Beziehung mit deiner Hündin, was dir vielleicht kein Mensch geben kann? Oder was du bis jetzt noch nicht in einer Beziehung mit einem Menschen gefunden hast? Ich hoffe, der guckt nicht anderen Hunden auf den Arsch, damit die Hündin nicht eifersüchtig ist. Bei ihr bin ich eher passiv. Beziehungsweise, wenn ich sie stimuliere, dann nur mit der Hand oder mit Spielzeugen. Ey, der Typ ist krank, der Finger sein Tier. Wenn er sagt, ich hab Doggy-Sex, dann heißt es wirklich Doggy-Sex. Der kam nicht, aber der war gut. Und woher weißt du, dass ihr das gefällt? Sie zeigt mir. Wie zeigt dir dein Tier, dass es ihr gefällt? Squirtet die in dein Gesicht oder was? Hey, dass ich mir diese Doku anschaue, das bereue ich jetzt schon. Gibt er Kommandos, hört sie aufs Wort. Ja, er sagt, gibt er Kommandos, hört sie aufs Wort. Das ist bei einer arabischen Ehefrau doch auch nicht anders. Wenn der Hund gemerkt hat, ich ignoriere ihn jetzt, weil ich beschäftigt bin und meine Ruhe haben möchte zum Beispiel, ist der Hund mir auf den Schoß gesprungen und hat angefangen, eindeutige mit zu reiten quasi. Er hat sich um das Tier gekümmert, am Ende wurde er selbst vergewaltigt vom Tier. Ich habe mich zu der Stute, mit der ich Reitunterricht hatte, sehr hingezogen gefühlt. Und das scheint sie auch bemerkt zu haben.
haben. Es endete damit, dass sie den ersten Schritt gemacht hat. Ey, bist du geisteskrank? Was für meine Stute hat den ersten Schritt? Ey, was ist das für ein kranker Typ? Ich habe mich in meine Stute verliebt, sie hat den ersten Schritt gemacht. Nee, ich war in der Stallbox, hab die sauber gemacht, ist dann rückwärts rein in die Stallbox und hat mich rücklings gegen die Wand gedrückt. Das hat dann auch ziemlich schnell gefunkt zwischen uns beiden. Ey, gefunkt, du hast einen Ständer bekommen, weil ein Tier einfach ganz normal in seinen Stall reingegangen ist. Ja, komm mal her. Lass fallen. Guck mal, wie abgefuckt der Typ ist, weil die Hündin zu dem anderen Typen hinläuft. Ich glaube, die haben danach Beziehungsstress gehabt. Der hatte dann ein paar Tage keinen Sex mehr mit ihr. Ich merke auch sowas. Ich habe auch ein Gefühl dafür. Sollte sich unter meinen Zuschauern ein zu viel oder Sodomist oder was auch immer verstecken, bitte melde dich bei mir. Ich würde gerne mal mit dir eine Reportage führen. Ich interessiere mich einfach dafür, wie du damit umgehst, für deine Gefühle. Ich möchte mich mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Das war's von mir und wir sehen uns wieder nach... Aiki und Halimi machen böse Sache.